Ihr habt ja scheinbar noch nicht genug von der Woche und braucht noch Input. Ich wollte heute ein bisschen erzählen, was wir, also wie wir arbeiten, wie wir bei uns Softwareentwicklung betreiben. Und insbesondere der Fokus ist ein bisschen, was hat sich eigentlich verändert, seitdem wir agil machen, agile Softwareentwicklung. Hat sich der Job des Entwicklers dadurch verändert oder nicht? Ich erzähle erstmal was über mich und dann frage ich auch was über euch, weil ich nicht so genau weiß, wie euer Wissensstand so ist, was ihr schon selbst an Erfahrung gemacht habt. So, jetzt muss ich das Ding irgendwie anschalten. Nö, eigentlich. Ah, genau. Also, ich heiße Jo, kurz, eigentlich Joachim, aber das sagt keiner. Ich bin eigentlich auch Entwickler. Ich habe Informatik studiert, habe auch bei uns hier angefangen, also eigentlich mit Martin zusammen. Der Martin durfte verkaufen, ich durfte entwickeln. Na, damals eher designen und dann Webseiten bauen. So hat das Ganze angefangen. Ja, das war heute noch, am liebsten nachts, genau. Und wenn man so will, ist die Trennung von uns beiden auch heute noch so, dass der Martin eigentlich eher so Vertrieb macht und ich, naja, es hat sich ein bisschen gewandelt, deswegen steht auch Entwickler AD. Ich darf eigentlich nicht mehr entwickeln, sondern ich kümmere mich eher um die Teams, sag ich mal, und um die Art und Weise, wie wir entwickeln, vielleicht so ein Stück weit als Agile Coach und ein bisschen Organisationsentwicklung und solche Geschichten. Ja, was machen wir eigentlich? Was ist Cybert Media? Wir haben da mal irgendwann so eine etwas sperrige vielleicht Vision formuliert, aber insofern sind wir eigentlich, oder ich besonders, damit sehr zufrieden, weil dies gibt es jetzt seit guten 2 Jahren und sie hat uns geholfen. Und was steht da drin? Naja, wir wollen Zusammenarbeit in Teams fördern und zwar mit Hilfe von Software. So, das heißt, wir bauen Software oder nicht jetzt alles selbst gebaut, wir machen ja auch viele mit Atlassian-Produkten, und wollen damit sorgen, dass andere besser zusammenarbeiten können. Ja, das mal in kurzem gesagt. Angefangen haben wir, wie gesagt, hauptsächlich mit Individualentwicklung. Also wir haben viel selbst entwickelt und auch, also gut, damals, wir haben 1996 angefangen, da hat man noch seine eigenen Content-Management-Systeme entwickelt und sowas, die man dann irgendwann wieder weggeworfen hat. Heute, ja, sind wir eigentlich froh, dass es Atlassian gibt, beziehungsweise Jira und Confluence gibt und dass eigentlich Plattformen sind, mit denen man viel machen kann. Ja. Jo, genau. Das war zu mir, zu uns. Jetzt mal die Frage hier in die Runde. Wer von euch würde sich denn als Entwickler bezeichnen? Mhm. Entwickler AD auch, oder? Ja, von mir aus auch. Also du auch. Okay, knapp die Hälfte, würde ich sagen. Wer von euch würde dann sagen, er hat Scrum-Erfahrung? Egal, ob als Entwickler oder nicht. Ah, was ist das? So eine zögerliche, der geht nicht höher. Ja. Genau. Versionskontrolle, wem ist das ein Begriff? Okay, mehr als die Entwickler, das ist schon mal gut. Git, schon mal mit Git gearbeitet? Wer? Okay, auch, ja. Okay, gut. Später wollen wir darauf nämlich noch ein bisschen eingehen und die, die es jetzt nicht in den Arm gehoben haben, die werden wahrscheinlich nur Bahnhof verstehen oder so. Wir werden mal schauen. Mit was arbeitet ihr? Wie sieht es mit Atlassian Tools aus? Jira, Confluence? Okay, nicht so richtig viel. Ja. Git habe ich schon gefragt eigentlich. Continuous Integration Server, Bamboo Jenkins? Ah. Okay, gut. Also wir schauen mal. Ich versuche, das Ganze nicht zu technisch zu machen. Ja, mal sehen, wie es ankommt. Softwareentwicklung. Wie geht das eigentlich? Blackbox, also für viele vielleicht, die sagen, okay, gut, irgendwie habe ich eine Idee und irgendwann kommt was raus. Aber wie geht's? Keine Ahnung. Der Kunde denkt vielleicht manchmal, da muss Magie dahinter sein. Manchmal denkt er vielleicht auch irgendwie nicht, weil es funktioniert ja überhaupt nicht so, wie ich wollte. Ja, für einen Entwickler, ganz klar, ja, wir coden. Ja, da gibt es eine Anforderung und dann schreiben wir ein bisschen Code und dann ist fertig. Oder? So, my job is done. Vielleicht. So, jetzt irgendwie, aber doch nicht. Jetzt haben wir den besten Code der Welt geschrieben. Der Kunde sagt, ich will das nicht haben oder es geht nicht, wir können es nicht deployen, warum auch immer. Ja, da fühlt man sich vielleicht eher so, wie die Grumpy Cat. Und fragt sich, was habe ich denn falsch gemacht? Mein Code war doch richtig. Ja, und naja, vielleicht sollte man drüber nachdenken, was ist so in der Blackbox drin? Da ist nämlich nicht nur Code drin. Und das wird quasi jetzt
so ein bisschen uns vielleicht die nächste halbe Stunde begleiten, darüber zu reden. Also, coden, okay, klar, entwickeln, das haben wir gelernt, dafür haben wir auch Informatik studiert, zumindest, ach so, wer hat eine Informatiker-Ausbildung, das habe ich jetzt nicht so richtig abgefragt, okay, also ein Drittel von uns hat zumindest das studiert und hat gelernt, wie man codet. Ich würde sagen, also mir ging es jedenfalls so, viel mehr habe ich im Studium nicht gelernt, außer so ein bisschen, obwohl, habe ich das überhaupt? Naja, egal. Gut, was gibt es noch? Testen spielt eine Rolle. Ja, eigentlich offensichtlich. Landläufig würde man vielleicht sagen, gibt es da nicht Tests dafür. Ja. Wie gesagt, Testen ist für Mädchen, habe ich auch schon mal von einem Kunden gesagt bekommen und sowas. Ja, da reden wir nochmal drüber vielleicht. Ja. Genau, so. Dann muss das Ding wird gebaut. Ja. Also aus der Quellcode an sich, der kann nichts. Ja, sondern muss irgendwie eine Software rauskommen. Da muss ich mich kümmern drum, dass ich verschiedene Versionen pflege und so weiter. Ja, wenn wir bauen, was schief geht, dann kann ich auch nichts ausliefern. Dann gibt es auch noch irgendwie jemanden, der nicht nur Code testet, sondern auch das Ganze irgendwie noch in einen fachlichen Kontext bringt. Also ist es das überhaupt, hilft uns das überhaupt weiter? Ja, also ein fachlicher Test, ja, spielt auch oft eine Rolle, um am Ende zu sagen, nee, das wollen wir jetzt so aber nicht. Ja, die Auslieferung. Ja, jetzt habe ich Code gebaut. Irgendjemand muss dafür sorgen, dass das Ding auf einer Maschine läuft. Ansonsten kommt kein User drauf. Nicht zu vergessen, ganz vorne steht ja auch noch was. Also wer sorgt denn überhaupt dafür, dass wir richtig verstehen, was der Kunde überhaupt haben will, ja, bevor wir anfangen zu coden. Ja, und dann noch ganz am Schluss vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, okay, und wie kriegen wir denn Feedback eigentlich für das, was wir getan haben? Ja, wir haben was gebaut, was ausgeliefert, kann man auch Beispiele nennen. Und auf einmal ist die Startseite um die Hälfte langsamer. Ja, schade eigentlich. Ja, das sollte man zumindest mal mitkriegen, wenn man es schon vorher nicht festgestellt hat oder geprüft hat, sage ich mal. Also wie können wir Feedback bekommen aus der Software, die wir bauen? Und das sind alles Themenfelder, die jetzt erstmal ja, schon auch natürlich mit dem Produkt zu tun haben, aber wo man sagt, naja, eigentlich, ich bin doch Entwickler, muss ich mich darum kümmern? Meine Antwort ja, ist ja, musst du, weil wir sind ein Scrum-Team. Ihr als Team seid dafür zuständig, dass am Ende was geliefert wird und nicht, dass euer Code toll ist. Ja. So, was bedeutet das im Konkreten? Also was machen wir da so? Achso, genau, das war das ja. Mhm, genau. Ja, Code kann toll sein, wenn der Rest nicht toll ist, funktioniert auch nichts. Okay, also was uns dabei immens hilft, ist natürlich das Vorgehen nach Scrum, iterativ zu arbeiten. Ja, da ist mal irgendwie so eine Visualisierung in so einer Schleife. Ja, also es geht immer wieder von vorne los, könnte man sagen. Ja. Jetzt muss man noch den Anfang finden. Ja, vielleicht irgendwo bei Plan könnte man mal anfangen, dann könnte man rumgehen, coden, bauen, testen, releasen, deployen. Betreiben, monitoren und dann geht es wieder von vorne los. Ja, also es gibt irgendwie eine Schleife. Wir sind, sagen wir mal, immer wieder dabei. Wir fangen immer wieder von vorne an. Es ist nicht so, wir haben einmal die Anforderungen, dann bauen wir, dann testen wir, dann ist es live und dann machen wir nie wieder was. Ja, so, iteratives Vorgehen nach Scrum. Also im Zweifel, also alle 2 Wochen dafür sorgen, dass wir eine Software haben, die am Ende auch funktioniert, also am Ende, nach diesen 2 Wochen funktioniert. Ja, also, ich baue 2 Wochen eine Software, danach kann sie benutzt werden. Was auch immer das heißt. Ja, das heißt jedenfalls schon mal, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu der Art und Weise, wie wir auch mit Anforderungen umgehen. Wenn ich nach 2 Wochen eine Datenbank ausliefere oder eine Business-Logik, dann hilft das niemandem, sondern der Anwender, der braucht ja irgendwie seine Funktionen, also meinetwegen einen Warenkorb. Und wenn da nicht ein Produkt in den Warenkorb legen kann, dann ist es nicht fertig, weil mit der Datenbank kann ich nichts anfangen. Ja. So. Und da hilft uns Scrum eben, ein solches Projekt auch, das eventuell auch riesig groß ist, in so kleine Bestandteile zu zerlegen, dass wir alle 2 Wochen Dinge ausliefern können und genau durch diesen Prozess durchgehen können. Ja. Zu sagen, okay, wir planen diese 2 Wochen, wir bauen was, wir testen was, wir bauen hatte ich schon, wir releasen es am Ende und der Kunde benutzt es und wir kriegen sogar Feedback, ob es funktioniert, ja, ob die Geschwindigkeit schneller oder langsamer geworden ist, ob das richtig so, ob das den Usern hilft und so weiter. Ja. Auf den Scrum-Prozess soll ich dann noch darauf eingehen, wie das abläuft? Sagt jemand ja oder alle nein? Ich höre kein Ja. Naja, also wesentlich, zumindest mal sei das gesagt, wesentlich für mich sind eigentlich, also wenn ihr nichts anderes macht, dann denkt mal über eine Retrospektive nach.
Das ist für mich eigentlich der Schlüssel. Weil sich regelmäßig hinzusetzen und zu überlegen, wie funktioniert das, was wir hier tun, macht das so Sinn, ist das Erste, was ich euch empfehlen kann. Unabhängig davon, ob man Scrum macht oder irgendwas anderes. Ja. Und die anderen Meetings, die noch dazukommen, helfen natürlich. Ein tägliches Stand-Up-Meeting, also wirklich im Team sich vor ein Taskboard zu stellen und zu überlegen, was machen wir heute? Und nicht ich als Entwickler, sondern wir als Team. Das hat also bei uns immens dafür gesorgt, dass wir uns wirklich als Team auch verstehen, auch in der Entwicklergemeinschaft, sage ich mal. Ja. Und gut, Review. Review ist auch ein spannendes Meeting. Ja, haben wir gerade eben mit deinen Kollegen drüber gesprochen. Ja, den wirklich also auch außerhalb des Teams allen Leuten zu zeigen, was man da gebaut hat und alle zu involvieren und zu sagen, alle zwei Wochen kannst du dir angucken, wie der Stand ist. Ja, das ist wirklich sehr wertvoll. Ja, und am Ende kommt man dazu. Eigentlich sind alle Scrum-Meetings sind ganz gut, haben ihren Daseinszweck. Ja? Gut, das ist aber nur so ein Schnelldurchflug durch Scrum. Was man da auch sieht noch, ja, also das ist oft was, je nachdem in welchem Kontext ihr arbeitet oder auch programmiert, was bei uns oft passiert, man hat hier vorne einen Backlog und hier hinten ein potenziell auslieferbares Produkt. Und wir als Scrum-Team, also gerade als Dienstleister, wenn wir für Kunden programmieren, ist es oft so, da kommt irgendwie der Kunde an, sagt, ich habe eine Idee, ich habe da auch schon mal so ein Pflichtenheft geschrieben und sagen wir, okay, Pflichtenheft, damit können wir nichts anfangen, wir brauchen einen Backlog, ja, und mit dem arbeiten wir dann, bauen wir was und dann kommt ein möglicherweise auslieferbares Produkt, was der Kunde aber im Zweifel auch erst ganz am Ende ausliefert, wo wir uns dann schon mal Gedanken machen müssen, welche Gefahr liegt in diesem Prozess, ne, wenn der so funktioniert. Ja. Und welche Einflüsse haben wir überhaupt? Ne? Also wir haben an der Idee nicht mitgewirkt und wir arbeiten hier am Ende am Betrieb auch nicht mit. Ja. Also das sind so Sachen, die uns häufiger begegnen, wo wir drüber nachdenken. Gut, Analyse. Das war ja ein Teil, der eben drauf war, der vielleicht so ganz am Anfang stehen sollte, sich mal Gedanken zu machen über Anforderungen. Das könnte eigentlich der Christoph auch machen, diesen Teil. Ja, was ich? Genau. Kennt ihr, wer kennt es nicht, das Bildchen? Einer, der sich traut, alle anderen haben es schon gesehen. Okay, da muss ich euch glauben. Ja. Also ich muss immer wieder grinsen, wenn ich mir das angucke. Es gibt auch diverse verschiedene Varianten, die noch, wie das Projekt dokumentiert wurde, ist auch lustig. Genau, aber das jetzt hier nicht drauf, weil es ja so ein bisschen darum, um die Anforderungen ging. Ja, so, also wie der Kunde das Projekt beschrieben hat, was er eigentlich brauchte, wie es der Projektleiter verstanden hat, wie die Umsetzung geplant wurde, was programmiert wurde. Das unterscheidet sich alles. Ja? Und am Ende ist natürlich die Frage, was braucht der Kunde wirklich? Und ich glaube, das ist also für uns so eine Sache, die sich immens verändert hat durch agile Softwareentwicklung. Darüber mit dem Kunden zu reden. Ja? Also MVP ist ja durchaus auch in vieler Munde heutzutage, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich? Minimal Viable Product. Ja, was ist das minimal überlebensfähige Produkt? So, und wenn wir jetzt klassisch vorgehen und sagen, naja, wir denken in Schichten und bauen erstmal Datenbanken und so weiter, dann ist es eher so wie oben. Mit der Datenbank kann der Kunde nichts anfangen. Hier in dem Beispiel mit dem Auto, wenn ich ihm Rad gebe, kann er noch nicht fahren. Und nur das Chassis langt vielleicht auch nicht. Oder was ist das, die Achse? Ja, und irgendwie ohne ein Lenkrad kann er auch noch nicht fahren. Also er kann eigentlich am Ende erst fahren, wenn das Auto wirklich komplett fertig ist. Das heißt also, zwischendrin wird er sich das angucken und sagen, kann er nicht gebrauchen. Und am Ende liefern wir ihm das und dann sagt er vielleicht auch, ja, das ist aber doof. Aber vorher konnte ich es mir ja nicht angucken, weil das war ja nicht fertig, ich konnte es ja nicht benutzen. So, und das ist jetzt hier ein bisschen anders. Kann man auch darüber diskutieren, ob das ein sinnvolles Beispiel ist. Gibt es auch schon Diskussionen drüber. Ne? Die Grundfrage ist, was will der Kunde eigentlich? Und erst dann kann ich ihm Dinge bauen. Wenn er sagt, ich will schneller von A nach B kommen, ja, dann hilft ihm vielleicht sogar tatsächlich ein Skateboard. Habe ich schnell gebaut, Stück Holz, paar Rollen dran, fertig. Ja. Und sagt er vielleicht, okay, das ist irgendwie doof, ich kann so schlecht steuern, Gewichtsverlagerung, okay, dann bauen wir ihm halt noch so ein rollermäßiges Ding dran. Ja. Okay, bin ich nicht schnell genug, brauche eine größere Übersetzung, größere Räder, ja gut, vielleicht funktioniert ein Fahrrad. Ja. Das Ganze mit Motor und gut, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich drüber nachdenke, macht dieser Schritt Sinn vom Motorrad zum Auto? Aber gut, ist vielleicht noch schneller, könnte man sagen. Ja. So, der große Unterschied ist, wenn ihr euch die Smileys anguckt,
Also vielleicht ist er mit dem Roller auch noch unzufrieden, ja, oder so gerade so, mit dem Fahrrad auch, aber mit dem Motorrad kann er schon mal arbeiten. Ja. Also er ist im Zweifel früher in der Lage, mit unserem Produkt auch wirklich zu arbeiten und stiftet für ihn Nutzen. Ja. Und das hilft uns natürlich dann wieder auf Feedback zu bekommen. Ja. Was man aber auch sieht, jetzt wenn man so als Entwickler drauf guckt und die kritischen Fragen stellt, ja gut, hier oben habe ich ein Rad gebaut, das ist da hinten auch drin. Jetzt habe ich hier so eine Skateboardrolle gebaut. Wo ist die im Auto? Ist doch Wegwerfaufwand. Die ist im Zweifel gar nicht mehr da. Genauso hier so irgendwas zum Treten oder sowas. Ja, und auch die Räder vom Fahrrad, die sind hier auch nicht mehr da. Also die Frage ist, wie viel Wegwerfaufwand produzieren wir denn hier? Und wird das nicht viel teurer? Deswegen ist auch vielleicht aber auch eine Frage, die, wo ich denke, das Beispiel hinkt ein bisschen. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Frage, die uns trotzdem in der Softwareentwicklung auch immer wieder beschäftigt. Ja, wenn wir Dinge so einfach wie ein Skateboard bauen, sind wir dann in der Lage, daraus noch später ein Auto zu entwickeln? Und welche Mechanismen müssen wir einbauen, damit das funktioniert? Komme ich später nochmal zu. Gut, horizontal versus vertikal habe ich eben schon mal gesagt. Ja. Also erst kürzlich wurden wir gefragt, bei einer Beauftragung in einem Projekt, ja, was kosten das so? Zeig mir doch mal, schätze mal die Aufwände so für die Schichten. Was kostet die Datenbank? Was kostet die Business-Logik? Was kostet die Oberfläche? Ja, das ist so ein bisschen die klassische Herangehensweise, auch zu sagen, okay, ich kenne alle meine Probleme, ich baue jetzt erstmal die Datenbank, damit ich schon mal alles speichern kann. Ja. Wir sagen, funktioniert so nicht, gerade im agilen Umfeld nicht, sondern wir müssen andersrum schneiden. Ja. Wir müssen vertikal schneiden, durch dich, habe ich heute auch nochmal gehört. Ja. Also, ein Feature bauen, das von der GUI, von der Oberfläche bis in die Datenbank komplett funktionsfähig ist, alleinstehend möglichst. Ja, A, B, C, D. Und das bedarf natürlich schon mal der kompletten Denkweise, also eine Änderung der Denkweise, der Sichtweise auf Anforderungen zum Beispiel auch. Ja. Das heißt also, wenn ich irgendwie ein großes Pflichtenheft habe, wie kann ich denn diese ganz kleinen Funktionen rausziehen, ja, die für sich gestellt auch funktionieren und Mehrwert bieten? Darüber muss ich mal nachdenken. Und Thema Schätzung ist ja auch so ein Ding, was uns als Entwickler häufiger betrifft, sage ich mal, ja, also dass der Kunde sagt, ja, wie teuer wird dann das? Gut, dann, wenn wir anders herangehen, dann müssen wir auch, ich kann also ihm nicht mehr sagen, wie teuer wird die Datenbank, sondern ich muss ihm dann sagen, wie teuer wird das Feature, wie geht das? Ja, auch nicht so ganz einfach. Ja. Gut, User Story, ja, also wenn wir jetzt einen solchen vertikalen Schnitt beschreiben, dann, also dieser Fachbegriff dafür, so eine Anforderung ist User Story. Ja, also wir beschreiben die Geschichte des Users, könnte man sagen. Ja. Was ist das? Ist das eine User-Story? Was meint ihr? Warum nicht? Ein User fehlt schon mal zum Beispiel. Ein guter Indikator. Ne? Außerdem steht da Speichern in der Datenbank. Hat das einen Mehrwert für den User? Was will der User eigentlich? Ja, also das ist irgendwie schon mal ganz böse. Noch ein Versuch. Wie ist das? Aha. Also ist schon mal ein User dabei, ne? Ja. Aber warum will er eigentlich einen Warenkorb haben? Vielleicht, aber kann ich nicht ein einzelnes Produkt auch einkaufen? Also das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, würde ich sagen, ist ein bisschen besser, aber das kann auch schmerzhaft werden. Ist das eine User-Story? Vielleicht eher. Und warum ist das besser? Ich habe jetzt die Entwicklerbrille auf natürlich, für mich als Entwickler. Naja, da steht nicht drin, was ich genau zu machen habe. Ich kann selbst mitdenken. Also die Lösung könnte ein Warenkorb sein, aber vielleicht auch was anderes. Ja. Und das ermöglicht mir natürlich auch als Entwickler oder als Entwicklerteam eben, der in so einer Anforderung sitzt, zu sagen, okay, wir denken mit, was braucht der User, was braucht der Kunde, der die Software bedient, ja, und was wäre dafür der beste Weg, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Während wenn einer hingeht, also der Kunde oder der PO und sagt, ich hätte da reinschreiben können, als Kunde möchte ich einen Warenkorb, damit ich einkaufen kann. Ja, steht doch ein Nutzen drin und steht der Warenkorb drin. Ja, ist halt die Frage, ja, was besser ist. Meiner Meinung nach sollten wir uns die Mühe machen, über solche Formulierungen nachzudenken. Was ich allerdings in der Praxis bei uns auch feststelle, ist, dass wir oft auch hier, ach so, jetzt wollte ich hier noch das Grüne, genau, zack.
Dass wir auch oft so Dinge in der Mitte haben, ja, weil wir Zeit sparen, weil es offensichtlich ist oder warum auch immer. Und immer dann, nein, nicht immer, aber oft ist dann nämlich dazu kommt, dass wir sagen, ja gut, das stand da drin, ich soll einen Warenkorb bauen, da ist er. Ja, aber ist auch nicht so. Ja, also dass es oft auch dann zu Schwierigkeiten kommt. Und ich meine, jetzt ist, also ich habe das jetzt, das Beispiel gestern Abend irgendwie gemacht. Die Formulierung des unteren Satzes hat mich 2 Minuten gekostet, okay, und der mittlere Satz hat mich vielleicht 1 Minute gekostet. So, also ich glaube nicht, dass das viel mehr Aufwand ist, über solche Formulierungen nachzudenken. Schwieriger wird es, oder da man der eigentliche Aufwand ist, zu verstehen, was der Kunde haben will. Ja, also wenn ich ein PO bin zum Beispiel, der sagt, okay, ich verstehe das Produkt gut, bin ich jetzt ja noch nicht der Kunde. Also was braucht denn der Kunde? Was will der eigentlich machen? Ist gar nicht so einfach, das immer rauszufinden. Genau. Und da würde man jetzt auch hoffen, dass nicht irgendjemand geschrieben hat, als User möchte ich ein One-Click-Feature, sondern da ist wahrscheinlich irgendwas anderes dahinter gewesen. Ne? Möchte ich schneller Checkout machen, wenn ich nur ein Produkt kaufen will oder so. Ja. Gut, nochmal hier so fürs Lehrbuch quasi, der Satzbau. Ja, also wir haben ja eben schon gehört, es sollte irgendwie ein User vorkommen. Ja, weil sonst weiß ich auch gar nicht, wer das irgendwie bedienen will, für wen diese Funktion da ist. Dann beschreibt man eine Funktion, ja, doch, eine Funktion, vielleicht eben möglichst wenig technisch. Ja. Und insbesondere beschreibt man auch einen Nutzen. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch bei uns häufig der Fall, wenn ich unsere Backlogs angucke, dass ich da die Product Owner erwische, dass sie keinen Nutzen beschrieben haben. Und ich sie immer wieder fragen muss, warum nicht? Ja. Und wo ich aber ich als Entwickler, also wie gesagt, ich bin es ja nicht mehr, aber wenn ich Teil des Entwicklerteams wäre, immer genau diese Frage stelle, sag mir den Nutzen, sonst kann ich das Feature nicht bauen. Ja. Und das führt mich zum nächsten Punkt eigentlich. Ja. Wie machen wir solche Anforderungsbeschreibungen? Je nachdem, wie man fragt. Viele sagen, ja gut, das ist doch Aufgabe des POs, also der Product Owner, ja, eine Rolle in Scrum, die dafür zuständig ist, Anforderungen aufzunehmen, Kundenanforderungen. So. Und klassischerweise sagt man, ja, der ist halt der Herr dieser Anforderungen, also muss er sie doch auch formulieren. Ich würde sagen, ist ein Teil Wahrheit dran, aber ich als Entwickler habe ein Eigeninteresse daran, dass das ordentlich formuliert ist. Also muss ich auch derjenige sein, der mit dem PO darüber spricht, warum diese User Story nicht gut formuliert ist. Und Zahnspange drehen muss mein Sohn heute Abend. Gut, dass ich dran denke. Wo ist die Maus? Die Maus ist weg. So. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Diskussionen der Anforderungen immer im Team machen. Ja, also es gibt das sogenannte Backlog Refinement Meeting. Das ist typischerweise einmal oder vielleicht auch zweimal im Sprint gibt, je nachdem, wie lang so ein Sprint ist, wo wir uns mit dem Product Owner zusammen die neuen Anforderungen angucken, das komplette Entwicklerteam. Ja, und Entwickler heißt in diesem Kontext, wenn ich das so sage, also die Rolle in Scrum, sind nicht nur die Programmierer, sondern es sind auch die Tester dabei und die UX-Designer und wen wir alles noch brauchen. Von mir aus noch irgendwie jemanden aus der Rechtsabteilung oder vom Betriebsrat, keine Ahnung, wen wir alles brauchen, die sind alle dabei. Wir reden über Anforderungen. Ja, und am Ende purzelt dann meistens auch eine Schätzung raus, ja, weil irgendjemand schon mal fragt, wie teuer ist denn so ein Feature? Und wo wir dann auch alle gemeinsam diese Schätzung machen. Also nicht nur der Entwickler, der im Zweifel dann irgendeine Anpassung der Datenbank macht, sondern auch der aus der Rechtsabteilung. Und aber der Hauptnutzen ist nicht die Schätzung, meiner Meinung nach, die da rausfällt. Die will vielleicht irgendjemand haben. Der Hauptnutzen ist, dass wir im Team darüber gesprochen haben, haben wir den Kundennutzen verstanden? Haben wir verstanden, warum wir das Feature eigentlich bauen sollten? Ja, und hat der PO es auch überhaupt formuliert? Ist es überhaupt da? Ja. Und man kann dann noch zum Beispiel, kann das natürlich auch detaillieren, man kann auch über Akzeptanzkriterien reden, also wenn er sagt, okay, das ist mir jetzt vielleicht noch ein bisschen zu vage, ja, ich brauche da irgendwie so eine Speichermöglichkeit, um mehrere Produkte kaufen zu können, ja, wie stellst du dir das im Konkreten vor, gib mal ein paar Anhaltspunkte, wie der User das benutzen soll oder so, ja, über solche Sachen kann man reden. Aber das sind auch alles Details meines Erachtens, die ihr dann im Team selbst rausfinden müsst, was hilft euch, was braucht ihr. Und
Genau, MVP finden ist auch noch so ein Thema. Ich glaube auch, dass wir als Entwickler da einen wesentlichen Beitrag zu leisten müssen. Ja, mit dem PO zusammen zu überlegen, ist das, was er sich da gerade gewünscht hat, beziehungsweise den Kundennutzen, den er aufgeschrieben hat, ja, sollten wir das so umsetzen oder gibt es vielleicht noch eine einfachere Lösung? Ja, was ist da die einfachste Möglichkeit, die den Nutzen trotzdem stiftet? Also immer wieder da auch in den Diskurs zu gehen und zu sagen, okay, eigentlich ist unsere Aufgabe, so wenig wie möglich Zeit mit so einem Feature zu investieren, also MVP, ja. Sonderlocken alle raus. Ja, was braucht der Kunde wirklich? Das bauen wir als erstes. Und danach reden wir über irgendwelche Zusatzfeatures, die dazukommen sollten. Deswegen machen wir das ja iterativ. Ja. Genau, das Thema Schätzen ist jetzt, das könnte noch mal einen zweiten Abend füllen irgendwie. Ja. Wir versuchen, also wie gesagt, wir schätzen im Team. Vielleicht die erste Frage so von Leuten aus dem Controlling zum Beispiel, die dann sagen so, oh, das ist total teuer, ja, da sitzen alle Leute zusammen und dann für so eine Schätzung. Ja. Wie gesagt, der Mehrwert in solchen Meetings ist nicht die Schätzung, sondern das Diskutieren über die Anforderungen. Die Schätzung tut deshalb nicht weh, weil sie super schnell geht. Das Schätzen einer User-Story dauert eine Minute. Ja, und wir machen in so einem Meeting vielleicht je nach Projekt 5 bis 10 User-Stories, also sagen wir mal 5 Minuten. Ja. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich aber auch sage, so ein Aufwand, wer von euch hat schon unter Aufwandsschätzung gelitten? Ha, ihr seid euch nicht einig dahin. Der Ben, der hebt nicht mehr seinen Arm mehr. Hat schon vergessen, so lange her. Genau. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir versucht haben, Aufwand zu schätzen, indem wir so eine Aufgabe genommen haben. Die war damals sicherlich auch noch nicht meine User-Story. Und dann gesagt haben, welche Arbeitsschritte, hier Datenbankerweiterung, Business-Logik, da 2 Stunden, hier 4 Stunden, dann irgendwie 3 Stunden testen und dann noch PO 20% obendrauf. Und dann haben wir lange gerechnet und dann kam da irgendwie raus 28,3 Stunden für diese Anforderung, sag ich mal. Ja. Und das hat uns dann aber irgendwie wahrscheinlich eine halbe Stunde nur für diese eine Feature gebraucht, wenn es langt. Ja. Und dann hat es im Zweifel auch damals immer nur einer gemacht. Wenn der andere sich das angeguckt hat, hat er gesagt, so, hey, das ist doppelt so viel, mindestens. Ja. So, und da kam man dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir schon schätzen müssen, dann so schnell wie möglich. Ja. Wir schätzen in User-Stories, wie gesagt, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Abriss, ja, das ist eigentlich noch ein Thema für sich. Ja. Das ist eine abstrakte Zahl, weil man könnte auch sagen, wir schätzen in Erdbeeren oder so. Ja, also eine User-Story ist eine Erdbeere groß und die andere 5 Erdbeeren. So, und da geht es darum zu sagen, okay, wenn ich 2 Anforderungen nebeneinander lege, wie unterscheiden die sich denn? Was ist dann viel einfacher umzusetzen und was ist viel komplexer? Ja, und ich bringe dir das Ganze in eine Reihenfolge und diese Reihenfolge hilft mir dann dabei zu sagen, okay, guck mal, das ist ein kleines Feature, das ist ein mittleres und das ist ein großes. Ja, und dann kann irgendjemand da hingehen, das ist im Zweifel der PO, und sagen, ich mache da aus diesen 5 Erdbeeren, mache ich jetzt mal eine Zahl. Ja, und das sind dann irgendwie, was weiß ich, 4.895 Euro oder so. Ja, kann sich auch irgendwas ausdenken. Ja, aber wir als Entwickler haben damit nichts mehr zu tun. Und das macht das Ganze so schnell an der Stelle. Macht es vermeintlich unscharf, aber eine Schätzung ist immer unscharf. Wie gesagt, das ist ein Thema, da kann man nachher noch länger drüber diskutieren. Genau, das war die Anforderungsanalyse. Gut. Also im Übrigen alle diese Teile, da könnten wir auch jeweils den ganzen Abend drüber reden. Ich habe einfach mal ein paar Sachen rausgepickt, auch jetzt beim Coden. Ja. Wenn ihr euch diesen Comic anguckt, habe ich das Gefühl, manchmal agieren wir so. Als Informatiker. Ich wollte doch gerade einfach nur den Salzstreuer. Genau, also sich die Frage zu stellen, da sind wir eigentlich auch wieder beim MVP eigentlich, ja. Würden das vielleicht irgendwie, wo steht's? Oh, kommt gleich, warte mal, eine Folie weiter. Oh, nee, hä? Habe ich's rausgeschmissen? Ja, nee, ich suche eigentlich hier. Oh, habe ich rausgelöscht. Also es gibt ein paar Prinzipien, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. KISS, YAGNI, DRY, ja. Die eigentlich alle auf ähnliche Dinge raus wollen. KISS, keep it simple and stupid. Mach es so einfach wie möglich. Gib einfach einen Salzstreuer rüber. Ja. YAGNI, you ain't gonna need it. Bau nichts, was du nicht jetzt brauchst. Du wirst es sowieso nicht brauchen. In der nächsten User-Story ändert sich die Anforderung und dann ärgerst du dich sowieso nur, dass du das umgesetzt hast. Ja. DRY, don't repeat yourself. Gut, das kennen wir alle. Ja. Also irgendwie Sachen kopieren ist vielleicht auch nicht so richtig sinnvoll. Ja. Gibt es ja bestimmt noch ein paar mehr, die ich jetzt vergessen habe.
So, und wenn wir jetzt eben, also mit was wir uns so beschäftigen, also was jetzt wirklich unser Handwerk angeht, ist im Übrigen auch eine Frage, verstehen wir Softwareentwicklung, also das Programmieren als Handwerk? Würdet ihr das so sehen? Ein paar zögerliches Nicken, ja, ein paar Daumen hoch, ein paar kritische Blicke. Also man muss ja mal vielleicht drüber nachdenken. Ja, es ist sicherlich irgendwie anders als das Mauern einer Mauer, ja, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt irgendwie einmal geübt und dann weiß ich, wie es geht. Und die nächste Mauer, okay, die ist ein bisschen höher und ein bisschen breiter, aber sonst ist sie genauso. Ja, aber wenn ihr vielleicht mal so an einen Kunstschnitzer oder sowas denkt, ja, der macht auch nie das Gleiche, der macht auch immer andere Dinge oder oft. Ne? So, ja, tschüss. Ja, also darüber mal nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, Handwerker zu sein und wie üben wir eigentlich unser Handwerk? Ja, der Maurer muss auch mal üben, so eine Mauer hinzustellen. Und was wir als Entwickler machen, wie mich eingeschlossen, wie ich vorher programmiert habe, ich habe immer nur dann programmiert, wenn ich einen Anwendungsfall hatte. Also irgendjemand hat gesagt, ja, ich brauche das und das, ja, ich programmiere dir was. Aber üben wir denn eigentlich das Programmieren? Also in der Vergangenheit haben wir das wenig gemacht. Ich würde sagen, wir machen es auch heute noch zu wenig. Wem von euch sagen solche Sachen wie Coding Cutters was? Ah, okay. Zumindest schon ein paar. Ja. So, also wirklich das mal hinzugehen und sich eine Mini-Aufgabe zu nehmen und die einfach mal im Zweifel mit 10 Zeilen Code zu programmieren und danach wegzuschmeißen und einfach nochmal zu machen. Und das Ganze so oft wiederholen, bis man, und mit unterschiedlichen Herangehensweisen vielleicht auch, ja, bis man sagt, okay, ich habe irgendwas gelernt. Ja. So, also es ist wirklich einfach mal zu üben. Ja. Also das sind zum Beispiel sind so kleine Sachen, die kamen in den letzten Jahren auch dann bei uns. Ich würde sagen, wie gesagt, könnte man noch, muss ich noch eine Frage klären? Wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob Handwerk oder Kunst. Es gab hier einen Kollegen, ja, der wohl eher sagt, Programmieren ist eher Kunst als Handwerk. Und ich sagte, dass man den Cutters passt eigentlich zu beiden. Du meinst so wie abstrakte Kunst, also ich mache so einen Strich hin und dann sage ich, guck mal, fertig. Ich würde sagen, nicht ganz, weil eine If-Schleife bleibt eine If-Schleife und die hat auch einen Syntax in der bestimmten Sprache. Und du kannst natürlich Teile zusammensetzen in unterschiedlichen, also Kombinationen und dann kommt eine andere Logik raus. Aber am Ende solltest du wissen, wie eine If-Schleife funktioniert. If-Bedingung, If-Schleife, egal. Oder? Ach so. Das war nur dritte Hand und ich sagte gerade, eigentlich ist es gehupft wie gesprungen, weil ja, der Handwerker muss immer wieder eine Mauer bauen oder der Maurer, um irgendwann eine gerade Mauer zu bauen, und der Künstler, der muss auch ganz oft das Gleiche wieder skizzieren auf seinem Skizzenblock, genau, damit er sein Strich gut ist. Oder der Klavierspieler muss immer irgendwie den gleichen Rhythmus oder die gleiche Melodie spielen. Genau, und der muss natürlich auch üben, der Klavierspieler. Ja gut, der ist kein Handwerker, der ist vielleicht eher Künstler. Clean Code, Software Craftsmanship sind Sachen, die auch gerade mit der agilen Bewegung sehr stark in den Fokus rücken, wo ich euch auch nur empfehlen kann, euch damit mal zu beschäftigen. Ja, die das Ganze nämlich ein bisschen angehen. Ja, was ist eigentlich guter Code? Ja, und Software Craftsmanship ist eine Community-Bewegung, die machen auch Events, ja, zum Beispiel die Sokrates-Konferenz, die sehr beliebt ist, wo es eigentlich darum geht, genau das zu tun, sein Handwerk zu üben. Ja, und die haben das ja nicht umsonst Craftsmanship genannt, ja? Handwerker. So, und dann sind noch ein paar andere agile Skills, sag ich mal, die im Team immer wieder gefragt sind, die jetzt so ein bisschen stiefmütterlich da einfach hingeschrieben sind. Ja, emergentes Design. Das ist auch ein Buzzword, über das man länger reden kann. Ja, was heißt das? Also wie entsteht Software-Design? Wer macht das eigentlich? Ja, und wie soll das denn funktionieren, wenn wir iterativ vorgehen? Das heißt, ich weiß ja noch gar nicht, was dann im Sprint 8 kommen wird, wenn ich jetzt im Sprint 1 bin. Ja, wie kann ich denn eine Architektur bauen? Also es ist bedarf schon, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt, es bedarf natürlich irgendeine andere Herangehensweise an das Thema Softwarearchitektur, um sich damit zu beschäftigen. Ja, ich bin sehr überzeugt davon, dass das ein teambasierter Ansatz sein muss. Also ich will jetzt nicht über die Gilde der Softwarearchitekten herziehen oder so, aber zumindest der Softwarearchitekt, der seinen Job so versteht, dass er sagt, ich gebe euch ein Design vor und ihr füllt den nur noch mit ein bisschen Code,
ich sagen, der hat seinen Job nicht verstanden, jedenfalls nicht im agilen Kontext. Ja? Also da geht es eher darum, ein Team zu befähigen, selbst eine gute Software zu bauen und sowas. Ne? Continuous Integration, auch ein wichtiges Thema. Was bedeutet das? Ja, sich regelmäßig damit zu beschäftigen. Also wir arbeiten im Team, wir arbeiten alle an der gleichen Software. Also sollten wir da ein Interesse daran haben, dass diese Software auch funktioniert, sage ich mal, und möglichst immer in einem funktionsfähigen Zustand bleibt. Kommt später auch nochmal so beim Thema Versionskontrolle. Ja, und sich damit zu beschäftigen, schnell die Änderungen von anderen eben in den eigenen Code zu integrieren. Das ist eigentlich Continuous Integration in kurz. Es gibt auch noch eben Server, die sowas automatisch machen und dann Tests ausführen. Das halte ich auch für zwingend notwendig. Ansonsten ist iterative Entwicklung meiner Meinung nach nicht möglich. Ja. Continuous Testing ist auch so ein Thema. Ja, also sich mit dem Thema Testen frühzeitig zu beschäftigen. Das fängt ja so schon an. TDD, wer kennt's? Okay, ich sehe schon ein paar. Für euch ist das Level zu basic heute. Genau, Test-Driven Development. So, also anzufangen, einen Test zu schreiben und es ist noch nichts da. Der Test muss natürlich rot sein, weil ich habe ja noch keinen anderen Code geschrieben außer den Test. So, dann schreibe ich Code, sorge dafür, dass der Test grün ist. So. Dann habe ich schon mal einen Test, der dieses Stück Code testet. So. Und diese Herangehensweise zu üben ist auch immens anders, also entsteht ein komplett anderer Code. Fällt mir selbst auch manchmal schwer. Ich habe auch so nicht angefangen, ja, zu programmieren, ja, weil es eine echt andere Herangehensweise zu ist, einen Code zu schreiben, der zum Beispiel per se testbar ist. Ja, weil es war ja erst der Test da. Ja, passiert oft, also auch mir, wenn ich sage, ja gut, ich schreibe es einfach mal runter, schreibe ich den Code und dann stelle ich fest, okay, und wie soll ich das jetzt testen? Und dann versuche ich im Nachhinein die Tests da irgendwie drüber zu stülpen und stelle fest, schwierig. Ja. So, das heißt also, durch solche Techniken, und das sind übrigens auch Techniken, die man üben muss, TDD, dafür, also meiner Meinung nach, ein Muss, sich mit Coding Cutters zu beschäftigen, um TDD zu lernen. Ja, weil einfach die Herangehensweise, das ist, erfordert Übung, sich damit zu beschäftigen. Gut, Continuous Testing fängt bei TDD an, ja, wobei ich sagen würde, TDD ist eher nicht der Daseinszweck, das Testen, sondern testbaren Code zu schreiben, also mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Ja, es geht dann natürlich dann weiter, dass ich eben, kriegen wir Getränke geliefert oder sowas, ja, dass ich also dafür sorge, dass ich laufend auch auf anderen Ebenen teste. Also ich teste eben nicht am Ende des Projekts, sondern ich teste jede User-Story für sich. Ja, zu den unterschiedlichen Ebenen kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal kurz. Ja, das sind so die Dinge, die uns in der eigentlichen Entwicklung beschäftigen. Jetzt nochmal ein Spezialfall, so ein bisschen in die Techniktiefe runtergegangen. Versionskontrolle, haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, ist ja für die meisten ein Begriff. Wir haben auch vor, würde ich sagen, ist noch gar nicht so lange her, vor 3 Jahren ungefähr, der Ben, weil ihr könnt es besser sagen, von SVN auf Git gewechselt. Ja, 2, 3, ja. Git gibt es schon länger, also wir waren nicht die Ersten. Ja. Und trotzdem hat es immens die Art und Weise verändert, wie wir mit Source Code umgehen. Ja. Und das wollte ich euch ein bisschen erzählen, wird jetzt halt ein bisschen technisch. Ja. Mal sehen, wer aussteigt, kann die Hand heben oder so, oder einfach die Augen schließen. Genau. Also in der Versionskontrolle liegt unser Code natürlich, liegen auch die Tests, klar. Ja. Und wir als Entwicklerteam greifen darauf zu, machen Änderungen, spielen Sachen wieder ein. Und wie läuft der Prozess eigentlich ab? Naja, optimalerweise wäre es vielleicht so, wir haben jetzt einen Sprint geplant und da sind jetzt in diesem Fall 2 User-Stories drin. Ja, und da kommt da vielleicht noch ein kleiner Bugfix dazu und dann wollen wir einen Release machen. Optimalerweise würden wir das wahrscheinlich so machen, sagen, okay, fangen wir User Story 1 an und wenn die komplett fertig ist und getestet ist, dann fangen wir User Story 2 an und wenn die komplett fertig ist, dann gucken wir uns, da kommt nichts mehr, dann gucken wir uns mal den Bugfix an. Die Frage, ob das Realität ist, hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Größe des Entwicklerteams ab. Ich stelle fest, dass wir das so nicht hinkriegen, ja, weil es schon schwierig ist,
mit einem Entwicklerteam, wenn es jetzt nicht gerade zwei Leute sind, sondern vielleicht eher sechs oder sieben, an genau immer einer User-Story zu arbeiten. Ja, weil sich die Arbeit eben nicht so zerteilen lässt. Ja. So, und das führt dann eher dazu, dass wir wahrscheinlich sowas irgendwie machen. Ja, im schlechtesten Fall vielleicht sogar. Mit allen Sachen gleichzeitig beginnen, das ist auch nicht gerade empfehlenswert. Aber dass wir auf jeden Fall mehrere Sachen gerade parallel entwickeln. Und in einem klassischen Versionskontrolle, wenn wir jetzt kein Branching verwenden, dann bedeutet das, naja gut, wir fangen mit Feature A an. Dann mache ich eine Codeänderung, die committe ich. Dann mache ich dann noch eine Codeänderung dazu, die committe ich auch wieder. So, insofern noch alles gut. Ja, und dann hat der andere Kollege was von Feature B committed. Und dann wieder A. Und dann kommt der Kunde und sagt, ach, da ist ja der Bugfix. Oder das Firelane-Ticket. Ja, dann spiele ich den da noch ein. So, und jetzt habe ich einen Stand, wo ich sage, was ist denn das? Ist es fertig? Ist das grün? Also das scheint fertig zu sein. Das aber irgendwie nicht. Das Firelane-Ticket wurde auch bearbeitet. Kann ich jetzt releasen? Ich glaube eher nicht, oder? Weil da ist schon was drin. So, und die nächste Frage dann, ja, kommt noch was. Also kann ich eigentlich erst dann releasen, ne? Jetzt ist B3 auch fertig mit dem dritten Commit, kann ich releasen. Das heißt aber, der Kunde muss auch warten auf seinen Bugfix da. Dann die nächste Frage, wenn ich jetzt Code-Reviews mache, ja, je nachdem, wie er das in dem Prozess macht, ne, also Qualitätskontrolle des Codes, Vier-Augen-Prinzip, irgendjemand guckt sich den Code nochmal an, an welcher Stelle passiert das? So, jetzt sagt irgendwie der da sagt, habe fertig, kannst ein Code-Review machen, ja, weil war der letzte Commit vom Feature A. So, jetzt guckt sich den Code an, stellt fest, da ist ja hier auch noch was drin. Der Code sieht aber komisch aus. Ja, okay, hast du ja auch nicht nur die Commits angeguckt, geht ja nicht, weil der ist ja auch noch mit drin. Also ich sehe nicht den Code oder allein die Codeänderung, die der Kollege gemacht hat. Ist schwierig. Ja, schlimmer wird es da hinten noch, da ist dann auch noch so ein Bugfix irgendwie mittendrin. So. Tatsächlich war das die Art und Weise, wie wir vor 4 Jahren gearbeitet haben. Ja. Vielleicht für Firelanes ist uns noch was eingefallen, ja, das irgendwie anders zu lösen, aber jetzt hier kurz vor so einem Release zum Beispiel zu sagen, ach, weißt du was, Feature A sollte doch nicht live gehen, sondern nur B, den Fall, der kommt jetzt nicht so oft vor, aber ab und an vielleicht, ja, das war mehr oder weniger nicht lösbar oder nur mit Riesenaufwand, alles wieder raus zu mergen. So, was uns dazu führt, genau, mal über die Vorteile von Git zu sprechen. Ja, ich habe aber gelernt, mittlerweile kann SVN das auch. Ich weiß nicht, wer es, du nickst, genau. Ja, genau. Also Git hat es zumindest mal gleich von Anfang an mitgebracht, ein schlaueres Merging-Konzept. Ja, und das macht man sich jetzt bei solchen Source-Code-Workflows zu nutzen, wo ich euch gleich mal einen zeigen kann. Wir haben nämlich damals mit SVN auch ab und an mal auf Feature-Branches gesetzt und kam eigentlich regelmäßig in die Merge-Hölle, ja, wo irgendjemand dann versucht hat, das Ganze wieder zusammenzubringen und es war eigentlich immer ein Riesen-Chaos. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass das, wir müssen es irgendwie anders machen. Heute sagen wir, ja, kein Problem, geht super. Ja, wie geht das? Naja, GitFlow, kennt es jemand von euch? Ja, ihr müsst euch mehr Bier nehmen, oder? Ja, ja, sehr gut. Genau. Alles alkoholfrei wirkt auch nicht. Genau, also ich erkläre es dann doch nochmal für die anderen Hände. Also wir haben irgendwie einen Codestand, ja, den nennen wir jetzt mal Master, das ist unser letztes Release. Der ist auf Produktion. So, jetzt fangen wir an zu entwickeln. Wie geht das? Naja, eigentlich ist der Pfeil falsch rum. Wir erzeugen davon erstmal einen Develop oder Dev Branch, ja, als Ausgangsbasis und sagen, daran entwickeln wir weiter, weil den Master wollen wir nicht anpacken, der ist gerade live. Den lassen wir mal da liegen. So, und jetzt fängt ein Kollege an und sagt, ich will Feature A beginnen. Dann macht er sich einen Branch von dem Dev, Feature A, los geht's. Ja, alle Änderungen dieses Features A landen in diesem Branch. Jetzt der Kollege, der Feature B anfängt, macht sich einen eigenen Feature Branch und macht entsprechend da auch alle Änderungen rein. So. Hat er jetzt nur eine gemacht bisher? Der Kollege war dann schon fertig, hat es wieder zurück in den Dev Branch gemerged. Ja, war nämlich fertig, war im Zweifel auch schon angeguckt, abgenommen, alles sauber. Das heißt, der Stand ist sauber. Den könnte ich im Zweifel jetzt deployen. Den hätte ich natürlich hier auch deployen können, aber da ist noch nichts passiert. Ne? So, jetzt kommt auch der Kunde mit seinem Firelane, das war das Beispiel von eben. Gut, dann sagen wir, Firelane muss direkt auf Produktion, ist halt Feuerwehrticket. Ja, also gehen wir hin und nehmen ja das, was auf Produktion ist, nämlich den Master, branchen davon weg, in so einen Hotfix
Branch. Ja, den können wir dann testen und releasen. Das heißt, wir haben hier einen neuen Live-Stand, ohne dass wir irgendwie Probleme hatten mit der ganzen Entwicklung, die da oben ist. Wie gesagt, ein solches Konzept könnte man jetzt, hätte man in SVN auch machen können. Gut, dann sorge ich noch dafür, dass der Hotfix wieder zurückkommt, auch in den Entwicklungszweig. Sowas ist auch noch ganz wichtig. Der Kollege oben bei B macht auch noch fertig. So. Und dann können wir am Ende releasen. So. Die genauen Beobachter, die sich nicht ins Bier vertieft haben und Gitflow kennen, die müssten jetzt sagen, da fehlt doch was. Ja, das ist ja die Fangfrage, ne? Ja, genau. Also eigentlich gibt es noch einen Release-Branch, bevor wir hier in den Master mergen. Also ich habe auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich glaube, wir sind fertig. Lass uns das mal abzweigen in den Release-Branch. Den können wir nochmal speziell testen. Da gibt es dann vielleicht doch noch eine Testabteilung, die das drüber gucken will. Also können wir quasi Hardening machen und können das dann rausgeben, gegebenenfalls mit noch irgendwelchen Bugfixes, die wir gefunden haben. Und währenddessen könnte natürlich dann die Entwicklung hier auch schon wieder weiterarbeiten. Ja, habe ich mir jetzt gespart. Erzähle ich euch nur, um so die Komplexität zu erhöhen. Ja, Code Review, auch so ein Thema. Ja, also Qualitätskontrolle des Codes, eine gute Sache. Was wir früher mal festgestellt haben, irgendwie hat es nie geklappt. Oder wenn wir es mal gemacht haben, war es irgendwie nicht sinnvoll. Ja? Also dann hat der Kollege gesagt, ja, ich bin fertig, kannst du mal angucken. Jetzt gerade nicht und vielleicht morgen. Ja, jetzt haben wir das andere auch schon weitergemacht, jetzt brauchst du auch nicht mehr gucken. Okay, dann nicht. Ja? Oder anders, jetzt hast du die Änderung ja schon drin. Eigentlich hätten wir das komplett anders machen müssen. Wir sind ja jetzt aber fertig, ja, dann bleibt es halt so. So. Und wie machen wir das jetzt? Naja, jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit zu sagen, der Kollege hier ist fertig mit dem letzten Commit. Ich habe hier einen sauberen Änderungsstrang, den ich mir angucken kann. Ja, ohne, dass der hier meinen eigentlichen Dev zerstört hat. Der ist immer noch grün. Das heißt, ich kann mir hier angucken und kann sagen, also bevor du das zurück überführst in den Dev, musst du noch die und die Änderung machen. Das heißt, er ist noch nicht fertig, weil er ja noch nicht zurückgemerged hat, sondern er ist noch mitten in seiner Arbeit und kann deswegen auch sicherlich auch noch, ja, lieber, als wenn er das Ganze abgeschlossen hätte, noch eine Änderung einbauen und wird das auch tun. Oder ich kann auch das Schlimmste verhindern und kann sagen, nee, das geht, so geht das gar nicht. Das müssen wir hier abbrechen oder wie auch immer. Ist ja noch nichts passiert. Ja. So. Und wenn ich dann quasi ein Code Review gemacht habe, dann kann ich sagen, okay, dann kannst du das auch wieder zurückführen. Ja, dann ist kein Problem mehr. So, der auch vielleicht. So. Was machen wir, wie funktioniert das momentan bei uns? Wir machen eigentlich keine Code Reviews oder, naja, man könnte sagen, wir machen doch Code Reviews, aber als sogenannte Pull Requests. Was ist das? Eigentlich gar nichts anderes als das, was ich euch erklärt habe. Nur, dass wir quasi den Code Review auf diesen Pfeil hier legen. Ja, also der Kollege, der hier fertig war, sagt, lieber anderer Kollege, übernimm doch hier meine Änderung, die ich hier gemacht habe, mal in den Dev Branch. Pull die mal da rein. Deswegen Pull Request. Ja, so, und das ist der Anlass für den Kollegen, dann zu sagen, ich gucke mir mal das an, was er da gemacht hat. Und wenn das okay ist, dann drücke ich auf Approve und dann ist das ganze Ding drin und fertig. Ja, das gibt es. Bitbucket hat es. GitLab weiß ich nicht. Ja, auch. GitHub hat es auch. Aber ein reines Git liefert euch keine Pull Requests. Ja, das ist also ein Add-on, was quasi diese Git-Server mitbringen. Ja. Ist aber bei uns sehr rege genutzt. Also da oben seht ihr zum Beispiel von Bitbucket mal so eine Ansicht, irgendwie, da sind irgendwie zwei Pull-Requests drin. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, hier der Kollege hat die Änderung in den Pull-Request gestellt und hier sollten zwei prüfen, der eine hat schon, der andere noch nicht. So, und hier unten sollten irgendwie mehr prüfen, warum auch immer, vielleicht ist es besonders sensibel oder wie auch immer. Ja, und da hat sogar einer auch schon einen Kommentar reingeschrieben und hat dann wahrscheinlich gesagt, guck dir lieber die Stelle nochmal an oder was auch immer. Ja, und ja, das sind die Pull-Requests. Wenn ihr Fragen natürlich habt, immer einfach rein. So, was wir auch noch machen, was uns auch dieses Feature-Branch noch ermöglicht, ist eigentlich eine sehr coole Sache, zu sagen, wir können auch an dieser Stelle oder an dieser Stelle, also wenn ein Feature fertig entwickelt ist, jemanden von der Fachseite mit reinholen und können ihm den Code zeigen und können sagen, guck mal, ist das so fertig? Also nicht nur ist der Code schön, sondern funktioniert es auch so, wie es eigentlich der Anforderung entspricht. So, und dann kann er sich das angucken und kann sagen, ja oder nein, dann können wir noch was nachbessern oder eben nicht. Und ja, genau. Und erst wenn er sagt ja, dann fügen wir das
hier rein in den Dev und sind nicht nur technisch sauber, also alle Tests sind grün, der Code ist in Ordnung, sondern auch fachlich. Das heißt, an der Stelle könnten wir jetzt auch direkt auf Produktion deployen vielleicht oder so. Oder zumindest mal ausliefern, wenn wir wollten. Ja. So, und das hat natürlich den großen Charme, dass ich zum Beispiel da sagen kann, ja, nee, das nicht. Ist nicht fertig. Ist zwar morgen Review, wir müssten eigentlich liefern, aber so können wir das nicht liefern. Das heißt, ich habe am Ende des Sprints trotzdem ein auslieferbares Produkt, weil nämlich die Änderung, also die User-Story B ist natürlich nicht fertig geworden, aber na gut, dann liegt sie halt da und wir müssen dafür sorgen, dass sie im nächsten Sprint fertig wird. Aber zumindest verhindert sie nicht unser Release. Ja, das war das, der kleine Ausflug zu Source Code Workflows. Ich hoffe nicht zu technisch. Das Thema Testen ist auch ein sehr spannendes Thema, womit man sich lange beschäftigen muss, wo ich auch sage, dass wir selbst teilweise echt noch am Anfang sind. Also wir haben schon über die Rolle des Entwicklers beim oder des Testens beim Entwickeln so rum gesprochen, TDD zum Beispiel. Ja. Aber es geht natürlich irgendwie noch weiter. Ja. Und wir reden über Testpyramiden zum Beispiel. Also wie viele Tests soll ich dann auf Unit-Test-Ebene, also TDD, machen? Und wie viele Tests sollen die Oberfläche eigentlich und das integrierte Produkt testen? Ja, und das sollte eine Pyramidenform sein. Ja, weil wenn ich es anders, also wenn ich sehr viele GUI-Tests mache zum Beispiel, kann man machen, wird halt dann ziemlich teuer. Ja, weil auch der Pflegeaufwand, also da ändere ich eine kleine Änderung an der GUI und dann kann ich den GUI-Test neu anfassen. Aber ich brauche natürlich welche, weil nur ein Test in der integrierten Form ermöglicht mir auch die Aussage, ob das Ding wirklich noch läuft. Ja. Und Testautomatisierung, steht ja da auch, ist für mich eigentlich so der Schlüssel. Ja. Und zwar auf allen Ebenen. Also gerade wenn wir emergentes Design betreiben, emergente Softwarearchitektur und auch die Anforderungen sich ändern und wir Sachen umbauen müssen, dann müssen wir gewährleisten, dass bei diesem Umbau nichts kaputt geht. Und es geht nur, wenn wir automatisiert testen, sonst kommen wir in Teufelsküche. Weil wir irgendwas umbauen und eigentlich alles, was wir vorher manuell getestet haben, nochmal durchtesten müssen. Macht natürlich kein Mensch. Und wie wir es ja alle wissen, die Seiteneffekte einer Codeänderung sind nicht immer offensichtlich. Also wenn ich an einer Stelle irgendwo was schraube und diese Stelle teste, kann es trotzdem sein, dass irgendwo ganz anders trotzdem was kaputt ist. Ja, deswegen müssen wir auf Testautomatisierung setzen. Ansonsten funktioniert iteratives Entwickeln nicht. Ja. Gut, Code Review hatten wir eigentlich schon. Pair Programming, auch spannend. Würde ich auch sagen, ja, könnte bei uns auch noch besser funktionieren. Ja, wir haben das so, sagen wir mal, gelernt, ja, dass man mehr oder weniger alleine am Rechner sitzt. Und das merkt man auch heute noch, wenn man bei uns so durchgeht. Es gibt einige, die sitzen zusammen vor dem Rechner, aber noch lange nicht alle. Und eigentlich ist der meiner Meinung nach auch die beste Form der Qualitätskontrolle. Wir gucken direkt bei der Produktion eines Codes mit vier Augen drüber. Da können wir uns vielleicht sogar ein Code-Review sparen. Ja. Und kommen vielleicht zu besseren Ergebnissen, vielleicht ein Stück weit schneller, doppelt so schnell wahrscheinlich nicht. Das sind immer die Fragen, ne, die dann der PO stellt, wenn ihr da zu zweit entwickelt. Kommen auch doppelt so viele Features raus. Ja, genau. Test automatisieren. Outside-in-Development. Finde ich eine sehr spannende Sache. Habe ich aber auch bisher, haben wir nur an einer Stelle mal ausprobiert. Die Idee dabei ist, zu sagen, okay, also wir gehen nochmal, spulen nochmal den Prozess zurück. Wir fangen an in so einem Backlog-Refinement-Meeting und diskutieren da die eigentliche Anforderung des Kunden. Was ist denn der Kundennutzen? Und da schreiben wir dann so ein paar Akzeptanzkriterien auf und schreiben dann so, naja, wenn du da auf irgendeinen Button drückst, ja, dann passiert Folgendes und dann muss ich irgendwie was verändern oder so. Ne? So. Beschreibe ich so ein bisschen das Verhalten vielleicht der Anwendung. So, wenn ich dann hingehe und sage, okay, lass mir das doch mal das in den Test schreiben, also von der Oberfläche aus, ja, wie die Anwendung sich verhalten soll, also eigentlich erst den GUI-Test, wenn man so will. Und dann lass mal anfangen, von da raus, also von ganz oben quasi, reinzugehen und die Veränderung zu programmieren. Und ganz am Ende erst in der Datenbank anzukommen, dann vielleicht wieder zurück nach oben. Ja, das ist halt eine andere Art der Herangehensweise. Also ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber ich habe klassischerweise so gemacht, da ist eine Anforderung, okay, habe ich verstanden, dann überlege ich mir erstmal, was gespeichert werden muss und fange unten an der Datenbank an. Und dann fange ich von der Datenbank an, hoch zu entwickeln und stelle irgendwann vielleicht ganz oben fest, ja, so richtig passend tut es jetzt doch nicht. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, ein bisschen ändern, andere Schnittstelle bauen, damit es dann doch passt. So. Und da einfach mal zu sagen, okay, lass uns das auch mal von oben beginnen, von oben reingehen, wieder rausgehen, fertig. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Ja, führt so ein bisschen zum Thema
BDD, Behavior Driven Development. Also Anforderungen schreiben, aus den Anforderungen einen Test bauen, den Test automatisieren und dann, was auch super ist für meiner Meinung nach für die Fachlichkeit, weil ich dann eben mehr oder weniger eine Dokumentation oder eine Verhaltensbeschreibung der Anwendung habe, die im Zweifel sogar ein Fachanwender oder zumindest mein PO lesen kann. Ja, weil da eben steht, wenn ich die Seite öffne, dann passiert das. Ja gut, kann ich lesen, das ist kein Code. So, eine spannende Sache. Kann man sehr viel Zeit mit investieren, mit dem Thema Testen. Genau, QS hatte ich eben eigentlich auch schon. Ja, also das Thema früh die Fachanwender testen lassen. Ja, in eurem Projekt haben wir das zum Beispiel genauso gemacht. Ja, wir waren fertig mit der User Story und noch im Sprint hat die Fachabteilung sich das angeguckt und getestet. Das führt einem natürlich dann dazu zu überlegen, ja, okay, wie kann ich denn so eine Zwischenauslieferung machen? Ja, wie kann denn so jemand aus der Fachabteilung testen? Ja, also wir kommen gleich ja nochmal zum Thema Continuous Delivery. Kann ich das irgendwo automatisiert hin deployen? Oder wir hatten zum Beispiel auch ein Projekt, auch ganz spannend. Da war es so einfach, sich einen Feature Branch auszuchecken, einen Befehl einzugeben, Maven Run, und der PO hatte auf einmal den Entwicklungsstand da. Ja, musste gar nichts mehr machen, also brauchte jetzt keine Programmierkenntnisse und konnte sich jederzeit den Entwicklungsstand angucken und sagen, jo, passt. So. Und das ist meines Erachtens schon auch irgendwie unsere Aufgabe eben, den Fachanwendern, dem PO, so früh wie möglich zu involvieren und nicht erst im Review zu zeigen, guck mal, hier ist fertig. Und dann sagt der PO, wie fertig? Das ist aber nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Also dann haben wir was falsch gemacht. Ja, genau, das Thema QS. Genau, bauen hatten wir eben auch schon mal so ein bisschen, ja, sich auch mit dem Thema, hatten wir eben auch, ne, geht in Richtung DevOps, ja, zu überlegen, wie können wir bauen automatisieren, ja, wie gehen wir mit unterschiedlichen Ständen des Codes um, der da gebaut wurde, der Stand von gestern, den Stand von heute, gibt es da irgendwie einen Artefakt-Server oder so, wo ich das Ganze ablege, ja, Tests zu automatisieren eben auf allen Ebenen, also von Unit bis GUI-Tests, ja, um da eben Feedback zu bekommen. Zum Beispiel Performance-Test ist auch noch so eine Sache. Ne? Also wenn ich einen automatisierten Performance-Test habe, der den Zugriff von 10.000 Usern simuliert, automatisiert, dann brauche ich mir als Entwickler eigentlich keine Gedanken machen. Dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, ach cool. Ich weiß, wenn der Continuous Integration Server grün sagt, dann funktionieren alle Tests noch und die Performance ist auch gewährleistet. Ist doch schön. Ja? Und das gibt einem halt eine immense Sicherheit in dem, was man tut. Und die braucht man natürlich insbesondere dann, das wäre ja der nächste Schritt, achso, ah, jetzt kommt erst noch die Build-Pipeline. Ja, aber das brauchen wir insbesondere dann, wenn wir sagen, wir wollen so schnell wie möglich auf Produktion gehen. Dann brauche ich Sicherheit, dass alles funktioniert. Ja. Gut, so eine typische Build-Pipeline, wie sieht die aus? Ja gut, das ist für einige, die sich eben schon gemeldet haben, auch nichts Neues. Es gibt halt irgendwie ein Code-Repo, da wird der aktuelle Stand reingepusht vom Entwickler. Dann kommt so ein Bamboo oder ein Jenkins-Server, holt sich den automatisch raus, der sieht, da ist was Neues drin. Dann fängt er an, die Testpyramide auszuführen. Ja, fängt an, die Unit-Tests auszuführen. Gibt vielleicht eine rote Rückmeldung, vielleicht auch nicht, hoffe ich. Dann Integration-Tests. Dann baut er das Ganze. Ja, legt den Build irgendwo ab. Und ich als Entwickler kriege eben entsprechend Feedback zu Fehlern auf allen Ebenen, sage ich mal. Oder halt auch Feedback, ich kann jetzt getrost ins lange Wochenende gehen, ist alles grün. Ja, Commit and Run. So, genau. Ship hatten wir eben schon mal gesagt. Ja, also nicht nur bauen, der Bambu baut da irgendwas und dann liegt es da, ja, dann ist es noch lange nicht für den User anzusehen, sondern sich auch mal zu überlegen, eben, wie kann ich dafür sorgen, dass der User schnell draufkommt, ja, und welche Systemumgebung brauche ich. Ja, da gibt es ja auch, also das ist jetzt mal irgendwie so ein bisschen Vorschau, oh, hat ein Kollege gemacht von mir, was meint er damit? Preview, Test. So, also sich zu überlegen, was für verschiedene Test-Stages brauche ich denn, ein Staging-Konzept zu entwickeln und zu überlegen, also ich würde da jetzt vielleicht eher Integration-Test und Produktiv oder sowas schreiben, ja, zu überlegen, wie gehe ich mit Testsystemen um und wie kann ich gewährleisten, dass eigentlich meine Auslieferung möglichst vollautomatisiert erfolgt. Ja, also insbesondere oben in so einer Integration-Umgebung möchte ich eigentlich den aktuellen Code-Stand, der ist ja immer grün, der Dev, ne, hatten wir eben. Also warum sollte ich den Dev nicht immer irgendjemandem zur Verfügung stellen, zum Beispiel den PO? Dann kann ich sagen, auf dem System findest du immer den aktuellen Stand und zwar automatisch deployed mit allen aktuellen Änderungen drin. Ist doch super. So. Und ja, gut, dann
die nächsten Schritte wären dann, gut, Testsystem trauen wir uns vielleicht auch noch, ein automatisches Deployment auf Produktivsysteme ist auch nochmal ein Vortrag für sich, nachzudenken, welche Konzepte fallen uns darauf ein, ja, irgendwie schrittweises Rollout und so, aber wenn man sich die Großen anguckt, Google, Facebook und Co., die machen das alle so. Ja, wenn der Entwickler da irgendwas committet, läuft da irgendwie eine lange automatisierte Pipeline durch, ne, keine Ahnung, wie lang sie ist, und am Ende ist das Ding automatisiert auf einem Produktivsystem. Wie gesagt, was auch immer das heißt, wer da dann genau drauf zugreift, vielleicht auch nur ein paar Facebook-Mitarbeiter, aber es ist auf jeden Fall da. Dann drückt vielleicht irgendjemand nochmal einen Knopf und dann haben sie auch alle Facebook-User. Und ich glaube schon, dass das auch eine Aufgabenstellung ist, sich darüber nachzudenken, gerade darüber nachzudenken, wie können wir Risiko aus solchen Deployments rausnehmen. Ja? Also ich kenne Geschichten, muss ich sagen, die hatten wir selbst auch. Ja? Ja, wir müssen jetzt mal am Wochenende ins Büro, weil wir machen nämlich ein Release. Ja, und im Zweifel müssen wir da erstmal morgens das System runterfahren und dann irgendwie den aktuellen Stand und dann müssen wir erstmal gucken, ob noch alles läuft, sag ich mal. Ja, und ich meine, wenn wir ehrlich sind, meiner Meinung nach gibt es da überhaupt keine Notwendigkeit für, weil das ist ein vollautomatisierbarer Prozess, der läuft eigentlich immer gleich ab. Und wenn irgendwas schief geht, dann muss ich das so früh merken, auch als Entwickler schon, das darf nicht erst der Betreiber, also der Betrieb, beim Deployen der neuen Version feststellen. Das ist viel zu spät. Ja. So, also es ist unsere Aufgabe, nachzudenken, wie können wir zum Beispiel solche Integrationssysteme möglichst produktiv nah aufbauen. Damit, wenn ich auf ein Integrationssystem deploye und das geht in die Hose, also automatisch, und das geht kaputt, ich dann daraus lerne und sage, ah, okay, das wäre mir auf dem Produktivsystem also auch passiert. Also muss ich mal an irgendeine Datenbankmigration denken, die ich irgendwie vergessen habe und die noch nachziehen. Ja. So, und dass ich dann mehr oder weniger erfolgreiches Deployment auf so einem Integrationssystem bedeutet, ich kann auch gefahrlos auf produktiv deployen. Gut, kommt vielleicht noch Skalierung und so weiter, aber ist auch ein Thema. Ne? Also wenn ich jetzt skalierte Umgebung habe, wie kann ich mir auch in so einer Integrationstest-Environment was Ähnliches aufbauen, was jetzt vielleicht nicht 100 Maschinen hat, aber vielleicht 2 oder 3. So, und das sind halt alles Themen, da sind wir beim Thema DevOps. Ja? Brauchst natürlich Leute, die da Bock haben drauf, sich damit zu beschäftigen, ja? Weil es hat mit Programmierung erstmal jetzt gar nichts zu tun, da Infrastrukturen aufzubauen, wo automatisiert irgendwelche Stände deployed werden. Ja, gut. Das ist also eine ganze Menge, an die man denken muss, was außerhalb des Codens sonst noch so auf uns zukommt, um dann vielleicht hoffentlich alles grün zu haben und ein erfolgreiches Release und dann vielleicht sagen zu können, mein Job ist fertig. Ja, ist jetzt halt die Frage, ne? Also ich habe schon überlegt, ob ich da aufhören soll. Alles super, wir sind fertig. Ich habe dann nochmal irgendwie eine kleine Schleife am Ende eingebaut. Es hat sich schon einiges meiner Meinung nach verändert durch einen solchen Prozess und auch die Denkweise, ich bin als Team verantwortlich von der Anforderung bis zum Go-Live einer Anwendung, ja, dass ich eben nicht mehr in Ruhe coden kann, nur, sondern ich muss mich um viele andere Dinge kümmern. Ja, das heißt also, ich habe viele andere Aufgaben, da ist zwar irgendwo ein Rechner noch irgendwie mit beteiligt, aber vielleicht auch ein Telefon, mit dem ich beim Kunden anrufen muss und irgendwie ein Zettel, wo ich irgendeine Anforderung notieren muss oder was auch immer. Und das führt mich auch dann dazu, also wir reden ja in so cross-funktionalen Teams, ja, von dem hier T-shaped Entwickler. Ja. Also wir sagen, also wir möchten möglichst alle im Team in der Lage sein, am Produkt zu arbeiten. Und das bedingt natürlich, wir haben nicht einen Datenbank-Experten, einen Oberflächenexperten, einen Java-Experten und einen Designer oder so. Ja, und wenn der Datenbank-Experte 3 Wochen in Urlaub fährt und der Oberflächenexperte dann noch krank wird, dann können wir gar nichts machen, weil wir kennen uns mit Datenbank nicht aus. Ja, das ist ja eine Situation, also da diskutiert man relativ früh in Scrum-Teams drüber, die wir so nicht haben wollen, ja, Wissensinseln. Ja, und deswegen reden wir ja da vom T-Shape-Entwickler. Ja, also zum Beispiel Datenbank-Experte, der sollte auch irgendwie zumindest mal in gewisse Sachen reingucken. Ja, ob er jetzt Clean Code machen will, ja, finde ich aber auch wertvoll. Ja. Also er muss sich auch mit Programmierung beschäftigen, muss sich auch mit GUI beschäftigen. Und wenn ich ihm sage, guck doch mal in den Java-Code rein, dann sollte er nicht sagen, ist nicht mein Ding, ich mache nur Datenbanken. Ja. Okay, darüber kann man auch schon mal diskutieren, nur meiner Meinung nach langt es eben nicht, sondern wir müssen eigentlich da noch Dinge oben drauf setzen, die ganz viel mit Soft Skills zu tun haben. Wo wir, also die wir schon mal im Informatikstudium überhaupt nicht beigebracht bekommen.
Ja, und die man vielleicht, wenn man so stereotypisch das Ganze betrachtet, auch nicht unbedingt die Stärke eines stereotypischen Informatikers ist, ja, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ja, trotzdem ist es irgendwie notwendig, meiner Meinung nach. Und ja, hat natürlich, wenn man so will, ein bisschen die Komplexität oder die Komplexität der Anforderungen an einen Entwickler ein Stück weit erhöht, ja, mit was wir uns alles beschäftigen müssen. Genau, und mit dieser offenen Frage will ich eigentlich auch schließen. Danke. Habt ihr noch Fragen? Oder war es irgendwo zu wenig technisch? Fangen wir mit der letzten Folie an, nicht mit der da, sondern, ja, genau, die da. Ist egal, sprich einfach rein. Okay. Ja, unsere Entwickler kommen ja jetzt gerade so aus diesem Umfeld von der Uni, wo du sagst, das lernen die da oben alles gar nicht. Und wir verlangen das jetzt mehr oder weniger von denen ab. Da stelle ich es auch immer wieder fest, dass die Entwickler dann irgendwann ankommen und sagen, du, ich will das alles gar nicht, ich will eigentlich nur coden. Na, wie geht ihr mit sowas um oder habt ihr sowas auch? Klar. Also, man kann da zwei Antworten drauf geben, glaube ich. Die eine Antwort ist, es geht nicht anders, du musst dich damit beschäftigen. Vielleicht bist du nicht richtig bei uns hier, weil hier kommt es darauf an. Das wäre die eine Antwort. Wenn man sagt, okay, ganz so hart muss es vielleicht nicht sein, würde ich sagen, okay, ihr seid ja ein Team. Und in dem Team sind meinetwegen 5, 6 Entwickler. Und als 5, 6 Entwickler müsst ihr das abbilden. Das heißt ja nicht, dass ihr das alle machen müsst. Aber das heißt, wenn du das nicht machst, dann müssen das deine anderen Kollegen machen. Und sich zu überlegen, wie kann man sich eben im Team entsprechend ergänzen. Und wir haben auch Kollegen hier, die sagen, Anforderungsbeschreibung, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und solange die Kollegen im Team sagen, ah ja gut, ist jetzt nicht so das Problem, dann bleibst du halt fort und wir machen das ohne dich. Würde ich sagen, okay, ist kein Problem. Ja. Nur irgendwie müssen wir das als Team das hinbekommen, das zu machen. Ja. Also das wären so meine Antworten darauf. Und ja, als wir angefangen haben mit Scrum, ich sag mal, eine Handvoll Leute ist dann auch irgendwie nicht mehr da gewesen nach einer gewissen Zeit. Und das war auch war auch das O-Ton-Feedback, ich bin doch hierher gekommen zum Programmieren. Und jetzt sitze ich nur noch in Meetings. Oder mache andere Sachen. Genau. Jedenfalls nicht mehr nur coden. Das finde ich doof. Ja. Mhm. Geht ja um die Aufnahme, genau. Okay. Ja, meine Frage wäre, was waren denn die größten Probleme, als ihr umgestellt habt auf Scrum? Also von dem vorherigen Vorgehensmodell, wie immer das jetzt auch aussah, was waren da so die größten Hindernisse oder Stolpersteine, wo ihr hängen geblieben seid? Aus welcher Rolle möchtest du denn beantwortet bekommen? Also geht es dir eher um Projektmanagement, um Prozesse oder geht es dir tatsächlich um den Entwickler? Ja, eher und um die Organisation und ja. Projektmanagement, sagen wir es mal aus der Sicht, ja. Naja, die größte Herausforderung bei uns war, dass wir uns ja zumindest auch zum damaligen Zeitpunkt sehr stark in dem Dienstleistermarkt bewegt haben. Und das heißt, wenn du solche Sachen machst und sagst, naja, wir machen halt Scrum, wir machen iterativ, ich kann dir keinen Festpreis sagen, lieber Kunde. Also die Interaktion mit dem Kunden ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und es gab tatsächlich auch einen Kunden, der damals ganz ehrlich gesagt hat, es klingt alles toll, was ihr hier so macht und wie ihr das Projekt mit uns machen wollt, aber ich glaube, wir sind nicht agil genug für euch. Das passt nicht. Und das heißt, wir haben dadurch auch Aufträge verloren. Ja. Aber ich glaube, das war, also damals fand ich das total enttäuschend. Heute muss ich sagen, war es eine richtig ehrliche und faire Antwort, weil ich glaube, das Projekt wäre ein Desaster geworden. Ja. Und das ist, glaube ich, so die Hauptherausforderung. Ansonsten würde ich sagen, wenn du so prozeduraler Ebene, Projektmanagement-Ebene, ging das eigentlich ganz gut bei uns.
Es hat halt einen Moment gedauert. Ich glaube, am Ende würde ich sagen, hat die, die Etablierung von Scrum oder Kanban als Standardverfahren, wir haben das nie postuliert im Übrigen, ja, es gibt also keine Richtlinie, die sagt, du musst bei uns Scrum machen als Projektteam. Wir haben im Pilotprojekt angefangen und dann hat es vielleicht 2-3 Jahre gedauert, wo die anderen Teams auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen haben, wo dann immer Einzelne kamen und gesagt haben, wir, zeig mal, es klingt ja spannend, ich will das auch probieren. Ja. Und nach 2-3 Jahren würde ich sagen, war es etablierter quasi Standard. Ja, also es braucht halt ein bisschen Zeit, das wäre noch meine Antwort darauf. Vielleicht nur eine kurze Nachfrage, habt ihr euch da Hilfe von außen dazu geholt, dann, um das einzuführen, oder habt ihr das einfach mal selbst getestet? Wir haben es selbst gemacht, ja. Genau. Also nicht, das ist aber nicht, dass ich das unbedingt so empfehlen würde. Das ist so ein bisschen unsere Kultur, auch Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu machen. Bei uns hat es nie gut funktioniert, immer wenn wir Berater ins Haus geholt haben, es hat nicht funktioniert. Das ist aber so, sagen wir mal, ein Problem von uns, wo ich sagen würde, trifft jetzt nicht auf andere unbedingt zu. Ich glaube schon, dass man relativ viel falsch machen kann und ich weiß auch nicht so genau, was die Erfolgsfaktoren waren, warum es geklappt hat. Ich denke schon, dass man teilweise einen langen Atem braucht. Und das heißt also, dass es, jetzt kann man dazu drüber reden, über Rollen und Hierarchie. Ich würde sagen, wir sind ein relativ hierarchiearmes Unternehmen. Nun bin ich trotzdem formell der Geschäftsführer und habe mit das getrieben und hatte dadurch natürlich irgendwie eine andere oder mehr Chancen bekommen, zu beweisen, dass das gut funktioniert. Ja, wenn ich das nicht gewesen wäre, wäre da vielleicht früher einer gekommen, der gesagt hätte, was macht ihr da für einen Scheiß? So, also das eben aushalten zu dürfen, das entsprechende Backing vom Management zu haben, das, also die Freiheit, das wirklich auch machen zu dürfen, das ist, glaube ich, schon erfolgsentscheidend. In der klassischen Welt sind ja die Projektmanager eine unheimlich wichtige Rolle. In der Agilen gibt es die Rolle ja gar nicht, also das erlebe ich gerade bei uns. Im Sinne von, gab es die Projektmanager-Rolle auch und wie haben die einen Übergang gefunden, eine Attraktivität, weil vorher war es ja sehr honorig, zumindest bei uns, und jetzt die Frage, was passiert mit denen, Widerstände, die von denen kommen, was mich relativ überrascht. Hast du da ein paar Storys dazu? Da wäre jetzt wahrscheinlich der Christoph der Richtige, ganz viele Storys darüber zu erzählen, weil tatsächlich ist es so, ich glaube, ich kann nur unsere Story erzählen und die ist absolut nicht aussagekräftig, ja, weil natürlich ist sowieso jede Story anders. Ich kann nur sagen, bei uns gab es nie den Projektleiter, der gedacht hat, er ist hier der Chef im Ring. Sondern es gab immer einen, der nannte sich dann vielleicht auch Projektmanager oder Leiter, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber das war mehr oder weniger ein Kundenansprechpartner und es war schon so eine Art PO. Und deswegen fiel in diesem Aspekt das gar nicht so schwer zu sagen, weißt du was, wir nennen dich jetzt einfach PO. Und um das Team musst du dich jetzt gar nicht mehr kümmern. Das war vielleicht vorher so ein bisschen implizit oder so. Ja? So, das ist ja auch noch mein Projektteam und ich muss auch dafür sorgen, dass sie performen oder so. Da setzen wir jetzt noch einen Scrum Master dazu. Kümmer du dich mal, fokussier dich mal auf den Kunden und das ist auch genug für dich zu tun. Und das war also für uns nicht so der große Punkt. Weiß nicht, hast du da noch irgendwie... Wir müssen keinen Monolog führen. Nee. Ja, also ich finde die Frage schwierig. Können wir Licht anmachen? Die Frage ist nicht so, ist natürlich eine schwierige, weil da hängt viel dahinter. Also das hat was mit den Menschen zu tun natürlich. Also fühlen die sich zurückgesetzt. Das ist so eine Sache. Und ich glaube, das hat was mit Kultur zu tun und ich glaube, deshalb war es vielleicht bei euch einfacher. Wenn das jetzt so eine hierarchisch erhöhte Funktion ist, die dann plötzlich dadurch irgendwie wegfällt, dann wird es schwierig, das ist klar. Und dann muss man sich überlegen, wie komme ich da dran, wie kann ich das lösen, wie kann ich sowas auflösen, um diese Wichtigkeit, die ich als Scrum Master oder als PO habe, zu einer gleichwertigen Position zu erheben in der Firma, wo ich sagen kann, das ist notwendig, wir tragen alle dazu bei. Und
also lass die Jungs mal machen, ist auch so eine, klar, ich finde auch der klassische Projektmanager, der sehr oft zum PO wird, das ist so eine ganz typische Rolle. Der Projektmanager nimmt da den Schritt zum PO, lässt aber nicht das Team los. Ja, das ist oft so ein Problem, mit dem ich mich immer wieder konfrontiert sehe, wo ich dann auch immer wieder kämpfen muss, weil die POs dann immer denken, sie müssen das steuern, ist so ein beliebtes Wort. Nein, kontrollieren wollen wir ja nicht mehr, aber wir müssen steuern. Ja, wo ist jetzt noch der Unterschied zwischen Kontrolle und Steuern? Ne? Und wenn die Leute dann sagen, ich muss dann aber das auch noch steuernd einbringen und sowas, und dann muss ich sagen, da loslassen zu können und sagen, du bist immer noch unheimlich wichtig und du bist immer noch ganz zentral, was der Kunde und was auch immer betrifft, aber eben dieses Steuern, das musst du einfach loslassen. Du musst den Leuten erlauben, dass sie sich selbst steuern können und ihnen helfen sogar. Man muss es halt erklären, man muss aber auch vielleicht die Emotionen so schaffen, dass man eben die Leute dadurch nicht runtersetzt. Ich glaube, wie so eine Veränderung halt immer ist, man kann das logisch erklären, aber irgendwo geht ja auch im Bauch was ab bei den Leuten. Und das ist das Schwierige, da muss man managen und das ist überall anders. Also ich kann jetzt nicht sagen, da gibt es jetzt so eine einfache Best Practice, macht das immer so und dann geht das schon. Es gibt auch manche Projektmanager, die sind viel bessere Scrum Master nachher. Ja, das muss man dann auch mal sehen. Und der Scrum Master darf halt nicht irgendwie noch so ein Appendix, so ein kleiner Anhängsel sein, sondern die Bedeutung von dem muss auch ganz wichtig werden und klar werden. Und dann kann man, glaube ich, damit schon umgehen vielleicht. Auch nochmal ein Thema für einen Talk oder zwei oder drei. Gibt es noch Entwicklerfragen? Alle Fragen geklärt. Also eine Anekdote und ein paar Fragen dazu. Also ich bin ja hier an der Hochschule Rhein-Main jetzt schon seit ein paar Jahren mittlerweile im Master und an einem gewissen Punkt machen wir eigentlich nur noch Projektarbeit, was die Wahlfächer angeht. Und wir haben da diverse Erfahrungen mit Scrum gemacht und jetzt habe ich einfach mal so eine Frage. In was für Teamgrößen haben Sie so gearbeitet und welche finden Sie angenehm? Weil wir haben mit so 2 bis 4 Leuten gearbeitet, problemlos, mit und ohne Scrum. Wir haben mit 6 bis 8 Leuten gearbeitet und es lief ganz gut. Und dann hatten wir dieses eine Projekt, wo wir 24 Leute waren in einem Scrum-Team. Und das wurde so vorausgesetzt. Und das war dementsprechend auch ziemlich chaotisch. Wir hatten dann das Problem, wir hatten nur 2 sinnvolle Meetings die Woche und die wurden dann teilweise auf 6 bis 8 Stunden in die Länge gezogen. Und das war absolut furchtbar. Deswegen wollte ich einfach mal so fragen, das ist natürlich total unrealistisch. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass kleinere Teams sinnvoll sind. Aber wann splitte ich so eine Scrum-Gruppe in 2 und sage dann, ihr arbeitet jetzt an 2 verschiedenen Baustellen? 7 plus minus 2 ist, glaube ich, die offizielle. Ne? Also steht im Scrum-Guide. Ja. Also das ist auch meine Erfahrung. Also 4 Leute geht vielleicht auch noch. 3 ist schon zu klein, aber du hast eben gesagt, zu 4 ging es auch ohne Scrum, glaube ich auch. Je kleiner das Team, desto weniger braucht man auch irgendwie Frameworks, Prozesse. Ja, aber dann ist es halt auch schwierig, ne? Mit Ausfallsicherheit zum Beispiel. Ja? Also wenn du 2 oder 3 Entwickler bist, einer ist im Urlaub, einer wird krank, zack, bin ich alleine. Ja, also ich sag mal so 5 bis 8, 9, das geht ganz gut. Ja, und ab 10 ist also eigentlich so bei uns auch so die Schallgrenze, wo man dann merkt, ja, die Meetings werden länger, der Abstimmungsoverhead steigt, man steht sich irgendwie selbst auf den Füßen, es werden nicht mehr nur 2 User-Stories gleichzeitig gemacht, sondern auf einmal 5 oder so. Ja, und am Ende des Sprints hat man eben von den 5 aber auch nur 1 geschafft oder so. Also 24, ja gut, 3 Scrum-Teams oder vielleicht sogar 4. Ja, dann geht das auch wieder. Wobei man sich dann natürlich auch wieder Gedanken muss, wie schneidet man dann Software und wie synchronisieren sich Teams und skaliertes Scrum ist auch nicht so einfach. Ja. Mhm. Aber war das denn vorgegeben tatsächlich, dass ihr da Scrum macht, oder? Ja. Wir hatten keine Auswahl. Mit 24 Leuten? Ja. Und 6 davon waren noch fachfremd. Die mussten wir da auch noch irgendwie einbauen. Dann musst du den Prof mal hierher schicken. Mit dem rede ich gerne mal über Scrum. Ja, also so einfach ist das manchmal auch. Ja. Genau, der ist so lang, die 15 Seiten. Ja. Gut, ich würde ansonsten vorschlagen, ich lege einfach mal dieses blöde Mikro ab und bin dann auch noch einen Moment da und dann kann man auch noch ein bisschen quatschen.